So, Pilzfreunde, auch wenn der Wald hier knochentrocken ist und es gar keine richtige Freude macht zu sammeln, möchte ich euch doch was zeigen. Manchmal, wenn man auch in den trockenen Wäldern sucht, sieht man diese Kameraden. Und das sind Wieseltäublinge. Oder auch hier in dem Fall, na schauen wir mal, aber der ist so trocken. Aber in dem Fall weiß ich das, die habe ich ja schon bestimmt, sammle die ja jedes Jahr. Der junge Kamerad hier, der ist natürlich einwandfrei und fantastisch. Ein schöner, junger Wieseltäubling. Für mich einer der besten Täublinge und Speisepilze. Und ihr seht, auch im knochentrockenen Wald gibt es Pilze. Und hier gar nicht weit weg, wieder mal eine gelbe Lohblüte, eine Hexenbutter. Sehr schön. Die Kollegen Schleimpilze, die haben auch noch nicht aufgegeben. Und jetzt gehen wir hier noch eine Runde.